FNAF war immer dafür bekannt, dir den Atem zu rauben. Aber seien wir mal ehrlich, wie viele dieser Momente haben dir wirklich den Schlaf geraubt? Heute schauen wir uns eine Top 10 der Szenen an, die jeden zum Zittern bringen. Und ich wette, Nummer 1 wird dich komplett umhauen. Und auch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen. Trust me, du willst nichts verpassen. Five Nights at Freddy's. Ein Spiel, das 2014 die Gaming-Welt auf den Kopf gestellt hat. Ob du das Spiel seit den ersten Nächten zockst oder erst mit Security Breach eingestiegen bist. Eins bleibt gleich. FNAF ist bekannt für die heftigsten Schockmomente, die man in Spielen erleben kann. Und hier sind die Top 10 gruseligsten Momente in Five Nights at Freddy's. Platz 10. Das erste Mal im Dunkeln. FNAF 1. FNAF 1. Du sitzt in deinem Büro und plötzlich, bam, Strom fällt aus. Keine Power mehr. Alles wird komplett dunkel. Das Einzige, was du hören kannst, ist Freddys verstörende Melodie und sein Gesicht, was flackert. Du weißt, dass er gleich ins Office reinkommt. Aber du kannst nichts tun, außer zu warten. Der Horror dieser Szene liegt nicht im Jumpscare selbst, sondern in der unerträglichen Spannung. Kein anderer Moment im Spiel vermittelt so perfekt das Gefühl, hilflos zu sein, als dieser. Stell dir vor, du sitzt in absoluter Dunkelheit. Dein Herz rast und du weißt, der nächste Atemzug könnte dein letzter sein. Dieser Moment verkörpert den puren Horror, den FNAF so besonders macht. Platz 9. Springtrap Face Reveal. FNAF 3 war nicht nur wegen seiner Atmosphäre creepy, sondern wegen seiner Details. Springtrap ist bereits einer der verstörendsten Figuren der Serie, aber es gibt Screens, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 auftauchen und dir den Schock deines Lebens verpassen. Diese Bilder zeigen William Aftons verrotteten Körper in dem Suit. Und die letzten beiden Bilder enthüllen seinen toten Kopf im Inneren. Die Soundkulisse tut ihr Übriges. Es sind die gleichen Geräusche, die du hörst, wenn Afton in den End-of-Night-Minigames jemanden umbringt. Die Bilder erscheinen nur selten und genau das macht sie so beängstigend. Du weißt nie, ob du auf sie triffst. Und wenn es passiert, vergisst du es nicht so schnell. Platz 8. Die vierte Nacht. Scissor Location. Springlock Suit. Auf Platz 8 haben wir wohl einen der stressigsten und nervenaufreibendsten Momente in Scissor Location. Beziehungsweise ich würde sogar sagen im FNAF komplett. Es fängt ruhig an, aber eskaliert dann schnell zu einem der hektischsten Prüfungen, die die Serie zu bieten hat. Nachdem du Ballora hast scoopen sehen, merkst du schnell, dass es keinen Ausweg gibt. Du bist im Springlock-Suit gefangen und die Uhr tickt gegen dich. Und hier beginnt der Horror. 10 Federschlösser fangen langsam an, sich zu lösen. Und es liegt an dir, sie zurück in ihre Position zu bringen. Klingt einfach, oder? Nicht ganz. Jede Sekunde bringt mehr Druck, da du gleichzeitig die Mini-Rinas abwehren musst, die sich seitlich am Suit hochziehen. Ein falscher Schritt und du bist erledigt. Was das Ganze so verstörend macht, ist die ständige Balance zwischen Ruhe und Panik. Du kannst die Mini-Rinas nicht zu oft abschütteln, sonst lockern sich die Federschlösser schneller. Aber wenn du sie ignorierst, springen sie sich an und du bist sofort tot. Dieser Moment zwingt dich zur totalen Konzentration und lässt keine Fehler zu. Inmitten all dessen hörst du nur das unheimliche Klicken der Schlösser, die sich unweigerlich weiter lösen. Egal wie schnell du bist. Es fühlt sich an, als würde die Zeit stehen bleiben, während du versuchst, in einem realen Albtraum zu überleben. Platz 7. Nacht 3. Funtime Foxy. FNAF Sister Location. Ja, auf Platz 7 begegnen wir einen weiteren Schocker aus Sister Location. Mit Funtime Foxy. In dieser Nacht ist Funtime Foxy bewegungsaktiviert. Was bedeutet, dass jeder Schritt, den du machst, gut überlegt werden muss. Es ist ein fein ausbalanciertes Spiel, bei dem jeder Fehler tödlich enden kann. Und hier ist das Schlüsselwort. Taktik. Du musst vorsichtig durch die Dunkelheit schleichen und deinen Bewegungsdrang kontrollieren. Während du Funtime Foxy mit einem Beacon abwehrst. Und der Beacon funktioniert ähnlich wie die Taschenlampe in FNAF 2. Du musst ihn blitzschnell einsetzen, um Foxy aufzuhalten. Aber wenn du den Beacon zu oft benutzt, riskierst du es, wertvolle Zeit zu verlieren. Jeder Moment, in dem du dich entscheidest, zu gehen oder zu blinken, ist von tödlicher Bedeutung. Der Raum fühlt sich schmaler und bedrückender an, je näher du deinem Ziel kommst. Die Spannung steigt mit jedem Schritt. Und während Foxy sich immer mehr in der Dunkelheit verbirgt, fühlst du, dass das Unvermeidliche direkt vor dir lauert. Dieser Moment ist ein Paradebeispiel für FNAFs Fähigkeit, Spannung und Ungewissheit perfekt zu inszenieren. Platz 6. Nightmare Fredbear
FNAF 4. FNAF 4 ist der Albtraum der Serie. Und Nightmare Frapper ist der furchterregendste von allen. Wenn er auftaucht, gibt's keine Rettung. Dein Herz bleibt auch förmlich stehen, wenn du die Tür aufmachst und Nightmare Frapper schaut dich einfach nur an. Und du musst so schnell bei ihm sein. Ein Fehler reicht aus, um alles zu verlieren. Und das sorgt für eine gnadenlose Atmosphäre. Der Moment, wenn er dich schließlich erwischt, ist nichts weniger als traumatisch. Platz 5. Fruity Maze, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Die Minigames in Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator wirken auf den ersten Blick harmlos. Aber Fruity Maze zeigt, wie tief die FNAF-Lore geht. Am Anfang steuerst du ein kleines Mädchen, das Früchte sammeln muss. Soweit alles simpel. Doch je weiter du im Spiel kommst, desto verzerrter wird alles. Die Früchte verwandeln sich in tote Tiere. Die Musik wird langsamer und deprimierender. Und plötzlich taucht Spring Bonnie auf, der das kleine Mädchen in den Tod lockt. Diese subtile, aber extrem düstere Wendung ist einer der verstörendsten Momente im ganzen Spiel. Es zeigt, wie kaputt die Welt von FNAF wirklich ist. Und wie schrecklich die Wahrheit hinter der Fassade ist. Platz 4. Michaels Verwandlung. FNAF Scissor Location. Ultimate Custom Night. Michael Aftons Verwandlung in den Cutscenes der Custom Night von Scissor Location. Jeder, der es durch die extremen Herausforderungen der Custom Night geschafft hat, wurde mit diesen kurzen, aber verstörenden Clips belohnt. Zunächst sieht Michael Afton noch normal aus. Fast schon banal, in dem violetten Shirt, blauen Hosen, während die Leute ihm freundlich zuwinken. Doch mit jeder abgeschlossenen Herausforderung verschlechtert sich sein Zustand merklich. Und die Leute, die ihm zunächst noch freundlich zuwinken, wirken zunehmend irritiert und schließlich verängstigt. Die Atmosphäre wird immer bedrückender, während Michael allmählich seine Menschlichkeit verliert. Seine Augen werden schwarz, seine Haut verfault und die Menschen um ihn herum beginnen sich zu verstecken. Der absolute Höhepunkt der Verwandlung kommt in der letzten Cutscene. Michael, inzwischen komplett entstellt und kaum noch menschlich, bricht in sich zusammen und erbricht mechanische Teile, die Überreste von Ennard, in die Kanalisation. Der Moment, in dem du realisierst, dass Michael tatsächlich noch lebt, obwohl er schon längst hätte tot sein sollen, ist einfach nur verstörend, als Circus Babys Stimme wiederholt. Und die Augen der Animatronics in der Kanalisation aufleuchten, wird dir klar, dass Michael etwas Unnatürliches geworden ist. Es ist dieser subtile, aber unaufhaltsame Abstieg in den Wahnsinn, der diesen Moment so furchteinflößend macht. Platz 3. William Afton wird zu Springtrap. FNAF 3. In FNAF 3 erlebst du einen der ikonischsten Momente der FNAF-Reihe. William Afton, der Serienmörder, trifft hier auf sein finales Schicksal. In einem verfallenen Freddy Fazbear's Pizza, nachdem er jahrelang die Animatronics terrorisiert hat, wird er vor den Geistern seiner Opfer heimgesucht. Du siehst, wie er in einem verzweifelten Versuch, sich zu verstecken, in den alten Spring Bonnie-Anzug kriecht, nur um von der fehlerhaften Mechanik zerquetscht zu werden. Die Vorstellung, dass Afton sich selbst in diese Situation gebracht hat, und jetzt für immer als Springtrap gefangen ist absolut erschütternd. Dieser Moment zeigt auch, wie grausam die Gerechtigkeit in der Welt von FNAF sein kann. Was diese Szene noch krasser macht, ist eigentlich, dass sie keinen Jumpscare bietet, sondern eine viel tiefere und beklemmendere Art des Horrors. Der Horror des unausweichlichen Schicksals. Hier bekommst du nicht einfach nur einen Schockmoment. Du siehst den ultimativen Zerfall eines Monsters, das über Jahre unsichtbar die Fäden gezogen hat. Diese Szene bleibt im Kopf, weil sie dir die Brutalität zeigt, die sich hinter der Story von FNAF verbirgt. Ein wirklich unvergesslicher Moment. Platz 2. Die Enthüllung vom Bite of 83. FNAF 4. Das Trauma, das der Bite of 87 ausgelöst hat, ist unter den FNAF-Fans legendär. Doch FNAF 4 bringt uns einen noch tiefer gehenden Moment, als wir die Enthüllung des Bite of 83 erleben. Während der Albtraumnächte des kleinen Jungen, also Crying Child, wirst du von übermächtigen Nightmare Animatronics gejagt. Aber nichts bereitet dich wirklich auf das Finale vor. Am Ende enthüllt das Spiel, dass Crying Child das Opfer eines schrecklichen Unfalls ist.
Seine eigene Geburtstagsfeier wird zum Albtraum, als seine Brüder ihn in den Mund von Fredbear schubsen und der Animatronic zuschnappt. Das war nicht irgendein Biss. Das war der Moment, der alles veränderte. Der Junge wird schwer verletzt. Und wir als Spieler erleben hautnah den Horror dieses Augenblicks. Was diesen Moment so heftig macht, ist, dass er nicht nur schockierend ist, sondern auch emotional tief geht. Du realisierst, dass die ganze Zeit über das Kind, das du gespielt hast, auf ein schreckliches Schicksal zusteuerte. Der Bite of 83 markiert einen der düstersten Momente in der Geschichte der Spiele und lässt jeden Spieler mit einem Gefühl der Leere zurück. Und jetzt Platz 1. Completion Ending Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Der krönende Abschluss und der gruseligste Moment in der Serie kommt im Completion Ending von Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Wenn du es schaffst, alle Animatronics zu bergen und nicht pleite gehst, erlebst du eines der intensivsten Enden in der Geschichte von FNAF. Du hörst Scrap Baby folgendes sagen, also die Tochter von William Afton. All of those little souls in one place, just for us. Die Enthüllung, dass alle Seelen der Animatronics an diesem Ort zusammengeführt wurden, ist beängstigend genug. Aber es wird noch düsterer, als Henry, der Vater eines der Opfer, eingreift. Henry, der lange im Hintergrund agiert hat, nutzt diesen Moment, um nicht nur die Animatronics, sondern auch sich selbst und den Spieler zu opfern. Er setzt das ganze Pizzeria-System in Brand. Und während die Temperatur steigt, realisierst du, dass es keinen Ausweg gibt. Dieser Moment, in dem du weißt, dass die Hitze alles verschlingen wird, erzeugt eine unfassbare Beklemmung. Aber was diesen Moment so mächtig macht, ist die emotionale Tiefe dahinter. Henry spricht nicht nur über seine eigene Tochter, sondern auch über all die Seelen, die durch die schrecklichen Taten von William Afton und seinen Animatronics gefangen wurden. Der ganze Monolog von Henry, in dem er erklärt, dass die Seelen jetzt endlich Frieden finden können, ist der Höhepunkt der gesamten Serie. Es ist ein Ende, das dich sprachlos zurücklässt. Dieser Moment ist FNAF in seiner absolut düstersten Form. Und das verdient, ohne zu fragen, ohne was zu sagen, Platz 1 der gruseligsten Momente in Five Nights at Freddy's. Und das waren die gruseligsten Momente in Five Nights at Freddy's. Was denkt ihr? Habe ich einen Moment vergessen? Oder würdet ihr die Reihenfolge anders machen? Gern auch euren gruseligsten Moment in FNAF in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.